Endlich ein Tischtennispartner, dem niemals die Lust vergeht. Zumindest solange der Strom reicht. Dieses japanische Stück Hightech ist zunächst einmal nur auf Ping-Pong-Spielen aus. Er zählt zu den Publikumslieblingen bei der größten Elektronikmesse in Asien, der CEATEC vor den Toren von Tokio. Dieser Roboter ist in der Lage, die Flugbahn des Balles vorauszusehen, wenn sein Gegner ihn schlägt. Darauf basierend entscheidet er unmittelbar, wie er den Ball zurückschlägt. Anders als ein Schachcomputer ist der Ping-Pong-Roboter dabei nicht auf Sieg programmiert. Sein Ziel sind lange Ballwechsel. So wird vorab angezeigt, wo seine Bälle landen. Dabei helfen ihm eine Kamera und Sensoren, wie sie auch in Autos eingesetzt werden, zur Vermeidung von Kollisionen. Andere versuchen eine Synthese aus Handy und Roboter. Dieses wandelnde Smartphone kann tanzen und Videos projizieren. Es ist ein neues Telefon in Form eines von Sharp entwickelten Roboters. Wir sehen ihn als einen Lebenspartner, an dem man hängt und mit dem man auch sprechen kann. Bei den Fernsehern rühren die Hersteller die Werbetrommel für ultra-hochauflösendes 8K. Das sind Geräte mit 16 mal mehr Bildpunkten als HD-Videos. Gedacht sind sie vor allem für sehr große Bildschirme.